Das Team von Patrick Fischer ist zwar überdurchschnittlich besetzt, verliert aber die meisten engen Dinge. Und das liegt gewiss nicht am Goalie Elvis Merzlikins. Der hält über 93% aller Schüsse, gleich viele wie sein Gegenüber Niklas Schlegel. Das sind die Spitzenwerte der gesamten Liga. Und die Goalies bekommen schnell die Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Zuerst Merzlikins. Geprüft von Roman Wick, nichts zu machen für den Zürcher Stürmer. Lugano hat offensiv deutlich weniger zu bieten. Und wenn es dann doch mal klappt, ja, dann dauert es einfach zu lange, bis der Abschluss kommt. Da muss Luca Fazzini direkt schießen. So ist das für den Goalie verhältnismäßig einfach. Dann ein Powerplay für die Lions. Wick, gute Idee, hier einen Abpraller zu erzwingen, aber es ist dann halt keiner bereit für den Rebound. Der Z dominant, Lugano harmlos, aber dann ein Konter, wie gezeichnet. Mortensson, Klasen, einfacher geht's nun wirklich nicht. Lugano geht 57 Sekunden vor Drittelsende in Führung und bei diesem aus Zürcher Sicht unglücklichen 0:1 bleibt's nach 20 Minuten. Rein also ins Mitteldrittel und da geht's hoch zu und her. Was für ein Fehler von Seger. Roy kann nicht profitieren, trifft nur den Pfosten. Und so geht das Spiel dann halt weiter. Und zwar so. Matthews. Und der erwischt Merzlikins unter dem Beinschoner. Da trägt der Lette eine Mitschuld. 1:1 statt 0:2. Was für ein Unterschied denn nochmals. Nach Segers Amokpass, den wir gleich noch einmal sehen werden, hätte Roy wenige Sekunden zuvor ja beinahe getroffen. Aber eben nur beinahe. Ärgerlich jetzt natürlich für Lugano, aber als Cedric Hechler auf die Strafbank muss, bekommen die Tessiner ihr erstes Powerplay. Brunners Pass ungenau. Ryan Keller macht das geschickt, spielt sich vorbei. Und Jan Neuenschwander vollendet die Vorarbeit von Keller. Perfekt. Dabei hatte es für Lugano doch gut begonnen. Hier mit dem Scheibengewinn von Damian Brunner, aber dann einem schwachen Pass. Ryan Keller mit viel Übersicht. Und Neuenschwander kommt mittels Shorthander zu seinem ersten Saisontreffer. Die Zürcher verteilen aber trotzdem weiter munter Geschenke. Hier. Und wieder ist es Roy, der das Geschenk einfach nicht annehmen will. Austin Matthews hatte da zuvor gepatzt, Niklas Schlegel aber dann die Ruhe bewahrt. Der Z ist ja also ziemlich glücklich und das bleibt so. Scheppi scheitert, aber die Scheibe trotzdem drin. 3:1 für die Lions, weil Bergi die Situation blitzschnell erfasst und den freistehenden Robert Nilsson einsetzt. Etwas bitter das Resultat für Lugano. Zeit für den Coach, sich einzumischen. Patrick Fischer fordert seine Spieler auf, mit mehr Köpfchen zu spielen. Einfacher gesagt als getan, wenn der Z so auftritt. Matthews, Nilsson, Matthews, 4:1, 37. Minute, geniales Zusammenspiel zwischen dem 18-jährigen Zürcher Topscorer und Robert Nilsson. Lugano nun mit Manzato für Merzlikins im Tor, wieder mal in der Vorwärtsbewegung. Vogler. Mortensson und das 4:2 in der 40. Minute. Ein Treffer, der den Tessinern zumindest wieder etwas Hoffnung zurückgibt für den Schlussabschnitt. Und da gibt Lugano tatsächlich noch einmal so richtig Gas. Pettersson und Filppula kann unbedrängt einschieben. 4:3 nur noch nach 49 Minuten. Der zuvor so sichere ZSC kommt doch noch einmal ins Wanken. Und wie er ins Wanken kommt. Lugano erarbeitet sich weitere Möglichkeiten. Steinmann, Bertaccia, der muss doch eigentlich rein. Tut er aber nicht, weil Niklas Schlegel einmal mehr großartig hält.
Die letzten Sekunden, die Tessiner ohne Goalie. Und das geht schief. Ryan Shannon schießt das 5:3. Die ZSC Lions gewinnen zum vierten Mal hintereinander. Und zum vierten Mal hintereinander steht dabei Niklas Schlegel im Tor.